Hallo Leute, ich bin's wieder, euer HD-Honig-Melone. Gut. Was gibt's Neues, was gibt's nicht Neues? Wie ihr seht, also seht ihr noch nicht, kein Moment. Aber wie ihr seht, seht ihr immer noch nicht. Seht ihr immer noch nicht. Kein Moment. Da ist es doch. Jagdauftrag. Ich bin momentan beim 25. Jagdauftrag, glaube ich, ist das. Und muss hungrige, also mutige, große Orks töten. Sonst Neues beim Equipment gibt's nicht. Ach ja, wie ihr seht, bisschen weniger Geld, knapp 300k. Ich habe mir Esofibeln Plus geholt. 3 Stück. Damit habe ich mit einer habe ich das 5-Weg-Schild auf plus 6 geupt. Mit den anderen beiden wollte ich den Löwenplattenpanzer uppen, aber Vorsicht, passt mal auf. Esofibeln, ne? Ohne Plus. Da habe ich was vertauscht. Und da sind 100k für nichts draufgegangen. Was ziemlich schade ist. Ansonsten hat sich nicht viel geändert. Ich möchte jetzt eben noch mein Vollmondschwert auf plus 4 ziehen. Aber das Ganze nicht ohne euch. Und deshalb mache ich es jetzt einfach mal. 125. Pff, ich gebe doch niemals 125k dafür auf. Ganz ehrlich, ey. Ja, weil beim normalen Dorfschmied kostet es, Moment, ich zeig's euch, 25k und für so wenig, also für keine Bonis und so, da ist es mir nicht zu schade, das auf den Dorfschmied zu ziehen, weil 8 DSS ist wirklich gar nichts. Da kann ich doch genauso gut mit einem Breitschwert, was ich jetzt nicht dabei habe, spielen. Aber ja, gut, na gut, gut, gut. Ansonsten gibt es nichts Besonderes Neues. Verkaufe, vertausche Vollmondschwert plus 9. Ich hätte auch gerne 1 plus 9, egal was für Werte. Aber das dauert ja noch seine Zeit. Ja gut, ich mache mich nämlich jetzt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die Bio-Quests machen soll oder ob wir erstmal ein bisschen farmen gehen. Bin ich noch am Entscheiden, aber ich bin mir noch nicht so sicher. Ja, gut, 5-Eck-Schild, ja, nichts Besonderes, fast Level 31, das heißt noch eine Kugel fehlt uns, bisschen mehr, aber ja gut, Magnus 1201 und die ganze andere Horde, habe ich noch irgendjemanden, der online ist? Nein, habe ich nicht, schrecklich, guten Tag. Hat jemand von euch Esofibeln ohne Plus? Guten Tag. Ja, guten Tag hier. Naja, egal. Ja, dafür hab ich leider 100k für nix verballert. Hab mich aus Versehen, brauche für LPP Esofibeln ohne. Soll ich vom S plus 3 von plus 4 auf Dorfschmied? Fragezeichen. Findest du CH2? Das ist Kacke. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ja, mach Dorf. Okay. Gut. Dann wollen wir das doch mal machen. Und wenn es fail geht, ja, dann ist es halt fail gegangen. Und es ist plus 4. Plus 4. Ja, ist gut geworden. Mein Name ist Jünter.
Günther Jauch. Ist low. Günther Jauch, mein Name ist. Gut, aber dauert, bis ich paar 20er habe. Außerdem kann ich gut 1 plus 9 gebrauchen. Aber genau. Dauert halt, bis man gut ist, ne, meine Damen und Herren. Ach, ich habe ganz vergessen, ihr seid ja auch noch dabei hier. Tja, sonst, was gibt es? Kann ich please Gilde? Würde ich auch gerne, aber gut, gut. Ist gut geworden. Echt? Gut, dann. Gut, danke sehr. Und da haben wir, da sind wir in der ersten Gilde. Die ist Level 3. Gildenmitglieder hier, Gildendurchschnittslevel 33. Ja, gut. Wisst ihr, was gut ist? Bin in der Aufnahme für mein YouTube Let's Play. So, ja gut, dann würde ich mal sagen, das auch. Bin schon dabei. Gut, Leute. So, dann würde ich mal sagen, hier nicht. Tja, keine Ahnung, was kann man denn so machen? Mann, 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 diese Liebe. Gut, ich sehe hier nur Glitzern und Glämmern und soll ich VMS auf plus 5 oder nicht? Besser ist nicht, weil dann wäre nicht gut. Hat jemand ein PN? Gut, mach mal. Und ja, bis denne. Ich weiß jetzt nicht, was ich in dieser Folge machen soll, ganz ehrlich. Ich stehe hier nur rum. Ich mach einfach mal dieses Nebenequipment mal ein bisschen höher. Plus 4, plus 5, was rede ich denn? Plus 5 und plus 5 und plus 6 und plus 6 und wusste ich's doch. Wusste ich's doch. Ich wusste es. Durfte ich mir mal wieder neue kaufen hier, ne? Na, guck mal, wie wenig Geld wir hier nur noch haben. Unter 600k, wir sollten mal farmen gehen, bevor wir irgendwelche Quests machen. Denn wir brauchen Geld. Sehr viel Geld.
plus 6 an einem Stück. Wunderbar. Jetzt haben wir plus 6, plus 6, plus 4. Die Schuhe brauche ich aber ab Items für. Welche denn? Mark Amulett. Viana. Hey Kleiner, wo ist dein Gaul? Hab leider keinen. So. Mal schauen. Klein? Klein? Hat er mich gerade kleiner genannt? Danke sehr. So, ja, plus 4, plus 5, plus 5, plus 6, plus 6, plus 6, plus 4. Das heißt, wir haben ein solides Equipment momentan. Wirklich. Das definitiv reicht. Ich gehe mal die Reitkarte einlösen und dann würde ich sagen, wir gehen mal ans Farmen. So, ich gehe Map 2 farmen. Und hier, welche Gildenmitglieder sind online? Ui, das ist eine aktive Gilde, was mich freut. Aufsitzen, verwenden eine Reitkarte. Bla bla bla, bist du auf der Suche nach einem Reittier? Ja, bin ich. Dankeschön. Oder wir gehen in die Wüste und besorgen uns PMs. Aber, nee, das mache ich noch nicht. Nee, nee. Nee, man geht erstmal geht man immer fahren. Definitiv. Oder ich könnte auch in die Wüste nebenbei leveln und Skorpionschwänze fahren, damit ich mein EH abgeben kann. Aber 223 Dev reichen für Map 2, also gehen wir mal mit Map 2. Gut. Zack, zack, die Esofibel schnapp ich mal aufeinander und dann gehen wir doch mal mit Map 2. Ich würde gerne meine Bufferin ein bisschen leveln, aber... Oh nee, das mache ich out of cam. Nee, nee, damit will ich euch nicht belästigen. Ich ziehe die auf 20 und dann könnt ihr sehen, wie ich mein Formes switche. Und gegebenenfalls eventuell auch mal irgendwann plus 9 ziehe, weil... Den Santa Claus LP, den könnte ich auch nochmal hier, ne, auf 20 bzw. 30 ziehen. Ja doch, 30. Ja doch, gut, gut. Oder auch plus 4 würde es auch reichen, ne, wenn es auf einmal 40 DSS bekommen würde. Aber was ich bezweifle, fucking hell, nigga. Gut, ich hab's auch mit meinem gut. Dann gehe ich doch mal hier in Web 2, versuche mal ein bisschen was zu... Farmsen. Und ich hoffe, ich kriege hier irgendwo Metins gesehen. Da sehen wir auch schon wieder Hacker mit A. Hacker mit A. Und Solkas, der bei uns in der Gilde ist. The Assassins. Teddybär und Kilcher. Gut, gut, würde ich mal jetzt so sagen, ne, wir gehen mal auf die Suche nach Medien oder so. Und wir finden auch welche, ja, Mist, da hinten ist doch auch schon einer, wunderbar. Den nehmen wir uns doch mal direkt vor hier. KR nochmal aktivieren und drauf da. Pappen brauchen wir nicht großartig. Quests mache ich jetzt nicht. Die mache ich, wenn das Equipment erstmal aufgebaut ist. Erstmal bauen wir jetzt unser Equipment auf. Tut mir leid an all die, die unbedingt Quests sehen wollten, aber kommt halt noch. Noch nicht, aber wohl angemerkt noch nicht, aber ich werde sie noch machen. Erstmal möchte ich hier, guck mal, zum Beispiel Holzarmband plus 6, das Saab-Quest habe ich auch noch nicht gemacht. Zum Beispiel die müsste ich auch mal langsam machen. Aber das hat auch seine Zeit. Erstmal möchte ich hier einfach nur Holzarmband, reicht. Angriffsgeschwindigkeit plus 4%. Gut. KR, wir haben momentan 131 Angriffsgeschwindigkeit. Das reicht aus. Zum Glück haben wir nur auf KR geskillt, weil wir recht unseren Kampfgold haben. Und wir sind schon Level 30, mittlerweile fast 31. Es wird knapp, ob wir bis 35 wirklich Kampfgold schaffen.
alle 14 Stunden müsste ich dann welche machen. Die würde ich dann out of cam machen, sowieso. Damit möchte ich euch nicht belästigen. Und, ja, dann müsste ich erstmal 11 PMs gebrauchen. Also, die würde ich gebrauchen. 11 PMs bräuchte ich. Da ein Stichfächer kann man verkaufen hier, zur Seite 2, ne? Und, ja, sonst... Hier mal einen blauen Pott. Sonst, keine Ahnung, nichts Besonderes. Ich würde einfach mal sagen, wir kloppen hier mal den Meeting und schauen wir mal gleich weiter. Ja, wie gesagt, was wollte ich nochmal sagen? Mensch, ja, zuerst machen wir Equipment, dann Saab und so weiter, ne? Und das mit dem Kampfcall, ich brauche 11 PMs und eine Gilde haben wir ja jetzt, also wir sind halt jetzt in der Gilde, die wird uns auch bei der Kampfcall-Quest helfen. Aktive Member hat sie ja, wie ihr seht hier, jeder von den ein paar Bogenschützen, wir packen auch welche und dann passt das. Aber so weit sind wir noch nicht. Das heißt, das dauert seine Zeit. Gut, 550k haben wir jetzt mittlerweile nur noch. Das heißt, wir haben weitere 150k verbraucht. Aber kann man nichts machen, ganz ehrlich. Geld kommt, Geld geht. Und da beschwere ich mich auch nicht drüber. Wir hatten gut Geld. Insgesamt hatten wir jetzt, wir haben bestimmt schon 5-6k gehabt. Was bedeutet? Ja, nicht 5-6, vielleicht, ja, so 4-5. Aber was bedeutet, dass wir hier gut Geld verdienen. Windschuhe setze ich mir auch ab. Und dafür, dass wir erst angefangen haben, wir sind halt noch nicht so weit fortgeschritten und haben schon 6kk, das reicht. Level 30 sind wir. Wir haben eine tolle Rüstung, wir haben ein sehr tolles Schild. So ein tolles Schild, wirklich ein 5x-Schild plus 6 hatte ich selten. Immer hatte ich 1 plus 7, aber das war lange Zeit her. Und das war übrigens gesponsert. Mit lange Zeit meinte ich gestern, ne? Nein, Spaß. 36er Bogen kann man auch verkaufen bei der Gemi. Ich heb alles auf, um das bei der Gemi zu verticken. Und Destroyer will uns unbedingt den Meeting klauen, aber wird im Endeffekt sowieso nichts. Er macht halt nicht den Damage, den wir machen. Wir machen Damage, der macht keinen Damage. Und wenn er jetzt das FP bekommt, dann würde ich weinen. Wirklich weinen. Die Sachen kann man alle verkaufen. Ich heb einfach mal alle auf. Zum Beispiel den Steinfächer ab Level 32. Segen FP haben wir ein zweites gedroppt mittlerweile. Entweder das liest unsere Bufferin selber oder wir verkaufen das. Aber ich spekuliere mal darauf, dass wir es verkaufen, weil wir werden sowieso erstmal den Crit hochziehen. Auf M1. Und einmal Vitalität. Und jetzt haben wir es so, immer so abwechselnd, ne? Gut. Weitere Meetings würde ich gerne finden. Zum Glück sind wir gut eingedeckt mit den Viopods. Kampfrausch aktiviere ich auch mal, setze mal das Schild und die Rüstung ab und dann haben wir 163 Geschwindigkeit, das müsste auch reichen. Und dann fahren wir einfach mal in dieser Folge ein bisschen und dann werde ich gleich definitiv erstmal die Bufferin auf 20 ziehen und den Santa Claus LP, damit ich mein VMS switchen kann. Dann werde ich die wahrscheinlich auch noch irgendwann mal auf 30 ziehen, was aber erstmal dauern wird. Rustige Degenklinge, sowas lässt jemand liegen, das kann man gut verkaufen. Die Plattenpanzer und so auch. Roter Trank M, für den einen oder anderen ist es Müll, für mich ist es wertvoll. Aber na gut. Denkt jeder immer anders drüber. Das kommt dahin. Suchen wir uns mal den nächsten Meeting. Ich hoffe, wir finden hier noch ein paar. Chuang, der nichts Gescheites droppen kann. Schild muss ich auch noch auf plus 7 ziehen.
Ich hoffe, das ist so eins, das geht bis plus 9. Aber mal schauen. Wenn, aber nur dann, wenn es auf plus 9 gehen würde. Nein, doch nicht. Wär mir zu blöd, wäre mir zu schade. Ich hätte fast gesagt, dann mache ich da Bonis rein, aber ganz ehrlich, das lohnt sich gar nicht. Dann behalte ich lieber das Geld und vertausche das. Da sehen wir noch einen 35er und wilder General. Ah, ich habe letztens den brutalen, ach, da hinten ist ein Metin, wunderbar. Den schnappen wir uns mal direkt, bevor es jemand anders tut. Ich weiß jetzt mittlerweile auch, wo der brutale Spezialist hier auf der Map ist. Ich war ja früher mal rotes Reich. Das ist das erste Mal, dass ich blaues bin. Und dafür, dass ich das erste Mal im blauen bin. Respekt. Nein, der ist, Moment, kurz, doch da direkt gegenüber von mir müsste er sein. Da habe ich den gefunden. Aber da ist ein Botter, der hat den bestimmt schon mitgerissen. Jo. Viel zu erzählen gibt es nicht. Wie gesagt, ich werde mich gleich nach so 5-6 Metins werde ich mich mal daran machen, hier die Bufferin ein bisschen zu leveln und den Santa Claus LP. Und die Bufferin muss einen M1-Skill bekommen. Dafür wird wahrscheinlich auch, wenn es nicht direkt rüber springt, sehr viele Jan draufgehen. Aber na gut. Salzmann. Wird mich nicht weiter stören. Da. Da hat vorhin einer was über eine Ortgrube geredet. Jetzt bin ich gespannt, die Ortgrube. Keine Ahnung, wo das ist. Mal schauen. Ich werde definitiv die Bufferin in der Wüste leveln. Erstmal Map 1 bei dem Weißen Eid und so weiter. Hier die beiden, Santa Claus und die. Und dann in der Wüste bis 30 dann. Werde ich wahrscheinlich auch heute noch machen. Dann werde ich versuchen, das Form S irgendwie auf plus 9 zu ziehen. Damit wir schon ein Klammern in Gänsefüßchen schon fast Imba-Teil haben im Equipment. Natürlich kommen dann noch 6-mal Switchen dazu und dann wäre ich schon mit 20 DSS oder so, wäre ich schon zufrieden. Wird fürs Erste reichen. Für den einen oder anderen nicht, aber für mich schon. Und wie ihr merkt, jetzt packen wir den 35er auch schon leichter und ziehen den auch schon mehr, obwohl das vom SS plus 4 ist und wie gesagt nur 8 DSS hat und die FKS bringen uns leider nichts, weil wir ja keine Fertigkeiten geskillt haben und da kommt schon der nächste, der wird mitkloppen, definitiv. Bitte lass mal. Nein, er macht es nicht. Was mich auch gewundert hätte, aber na gut. Ich hoffe mal, wir droppen es und dann was Gutes, damit ich den auslachen kann. Weil solche Leute, darüber kann man nur noch lachen. Beziehungsweise weinen. Es ist mehr traurig als peinlich. Ich habe selber auch gemacht. Ja gut, aber mit einem Kampfgaul dann noch. Wenn ich da einen kleinen Pisser ohne Kampfgaul sehen würde, so wie mich jetzt, würde ich den noch nicht dem Mädchen klauen. Vor allem mit 36, da wäre ich schon OTM am Kloppen. Monster plus 2, er bekommt das FB, was natürlich klar war. Monster plus 2 sind 3%, bringt mir nichts. Müssen mindestens plus 3 sein, aber na gut. Wenn er plus 4 gewesen wäre, hätten wir wieder Geld bekommen.
Und das nicht wenig. Vielleicht ist der brutale Spezi hier. Nein, ist der auch nicht. Da oben vielleicht. Nein. Mich macht das traurig. Gehen wir einfach mal den Weg da hinten zurück. Setzen wir mal die Rüstung und das Schild ab. Und begeben uns auf die Suche nach Metins. Centura 18 ist immer noch am Kloppen. Den roten Trank hebe ich mir mal auf. Die Tränke werden auch immer mehr als weniger. Das ist auch positiv. Und das mag ich, das ist gut. Weil dann geht wirklich, also bis jetzt habe ich wirklich kaum Yang für rote Tränke geopfert. Ja, wenn wir einfach gleich keinen mehr finden, dann weißt du was, dann level ich einfach die beiden hoch. Versuch da was Gescheites draus zu machen. Da hinten irgendwo habe ich gerade was gesehen. War das in der Richtung oder war das da oben? Jetzt weiß ich selber nicht mehr. Wenn ich bis hier vorne nichts sehe, dann... Nee, da war das oben. Du, 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 du. 50 Verteidigung bringt das mittlerweile und das 68. Wenn es plus 6 wäre, dann würde es 74 oder so, bin mir nicht sicher. Ja, doch 74 geben. Ich glaube auf plus 9, 96. Doch, da oben war es. Siehst du, ich wusste doch, habe ich mich nicht verguckt. Und den schnappen wir uns mal dann direkt. Direkt. Diese Sachen hier im Inventar, seht ihr, wie schnell sich das Inventar füllt und das sind dann auch mal wieder gut 20k. Weil die Rüstungen sind ein bisschen mehr wert. Ein paar Level würden HDO nicht mehr nur noch auch gut tun. So bis 35, aber ohne Kampfgold läuft da nichts bei mir. Und ohne Equipment, wohl angemerkt. Mindestens in Form S plus 4. Möchte ich haben. Und wenn wir dann schon beim Kampfgold dabei sind, also ein Kampfgold zu kriegen, dann wahrscheinlich aufs Tauschen. Entschuldigung, bin ein bisschen erkältet heute, aber na gut. Ich glaube, nach dem Mädchen werde ich dann auch... Das sind dann schon 3 Mädchens gewesen, wir haben halt nichts Gescheites gedroppt. Aber man muss auch intensiver fahren, wenn man fahren möchte. Aber bringt es halt noch nicht ohne Kampfgold, wirklich. Da lohnt es sich wirklich nur zu leveln und abwarten. Gegebenenfalls mal ein paar Mädchens kloppen, so, um was Gescheites zu kriegen, um halt seine PMs finanzieren zu können. Zum Beispiel, ich habe letztens PMs für 95k in der Stadt gesehen. Das bedeutet, wir hätten uns schon 5 Stück kaufen können jetzt mit dem Geld. Die liegen zwischen 100 und 150k. Und für 100 findet man die auch schon. Nicht selten, also oft. Und deshalb ist es nicht schlecht. Tja, Up-Items haben wir dann auch noch für das Saab auf plus 7, 8 bis 8. Bis Level 8, also bis Saab plus 8 haben wir Up-Items. Würde ich gerne in Saab bis plus 8 ziehen. Und wenn ich dann halt die Gesichtskrieg kriegen würde, irgendwo herkaufen könnte oder so, dann werde ich es halt auch auf plus 9 versuchen. Bringt dann 1,2 KTP nochmal dazu im Spiel, das heißt, dann hätten wir schon 6. Mit Level 30 echt gut. Vielleicht noch irgendwie TP-Schuhe, Lederstiefel am besten und Kette. Mit 33 dann Ebis bis vielleicht plus 7. Bringt auch nochmal, ich glaube, 650 oder 750, bin mir nicht sicher. Wenn es dann nicht reicht, dann halt auch plus 9, plus 8.
Aber wenn man schon plus 8 hat, dann kann man es auch direkt auf plus 9 ziehen, meine ich. Diese eine Muschel tut es einem ja nicht an. Farm an halt ein bisschen. Trank, Trank, Durchbruch, Silberschwert, FB. Silberschwert packe ich mal hier hin. Den Durchbruch auch. Und Fingerschlag ist es. Jetzt nichts Besonderes. Weißt du was? Das ist sowieso nichts wert. Also schmeiße ich das einfach mal weg. Und gehe eben kurz zur Gemischtwarenhändlerin, verkauf das Ganze, tue einige Sachen auf Lager und dann gehe ich leveln. Gebote CH2, Giftschwert plus 9. Ui, 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 39 DSS. Und das kennen wir ja schon. 27 DSS auch nicht schlecht. Ganz ehrlich. Dome Boom, Overstreet, hat mich zum Kampf herausgefordert. Ich wüsste, wer es ist. Ich hoffe, das ist jetzt nicht... Weg, 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 weg. Das kommt auch weg. Auch das vor allem, das ebenfalls, genauso wie das hier und das hier und das hier und das hier, und dann haben wir auch schon wieder fast 600k. Gut, gut, dann eben kurz noch mal zum Lager rennen und dann war es das auch schon wieder. Dann sehen wir uns einfach in der nächsten Folge wieder, wo ich hoffentlich dann auch ein bisschen Equipment-Veränderungen und so habe, dank den Leveln der Buff und von Santa Claus LP. Was alles dauern wird, aber obwohl, nee, Quatsch, muss ja gar nicht. Dann tue ich das mal rein, dann kommt das mal hier hin. Das dahin, das dahin. Und so. Gut, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Eure HD Honigmelone. Bitte abonnieren, kommentieren und so weiter. Wisst ihr ja Bescheid und so. Macht Verbesserungsvorschläge, irgendwas. Ich hoffe, euch gefällt unser Let's Play, also mein Let's Play bis jetzt. Oder mehr oder weniger auch Santa Claus LP ist ja auch mehr oder weniger dabei. Momentan nicht viele Projekte mit denen gemacht, bis auf jetzt Minecraft zusammen und League of Legends, aber die Folgen sind ja noch nicht hochgeladen, deshalb bis auf das Minecraft Let's Play Together, aber ja gut. Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dann, eure HD Honigmelone. Tschüss!